Conny! Ja, du hast eine schöne Hütte. Du hast eine wunderschöne... Sag mal, bist du gerade in die Blumen gehüpft? Du kannst doch nicht einfach so in die Blumen hüpfen. Da war er wieder. Dieser alle Rabe. Oha. Wo sind wir denn jetzt hier? Nein! Großvater, du brauchst Hilfe! Ich komme gleich wieder, ich verspreche es! Du darfst nicht sterben! Großvater, du darfst einfach nicht sterben! Nein! Großvater, ich habe Hilfe mitgebracht, wie ich es versprochen hatte. Was? Mädel? Trägt er das Amulett von Nava? Es soll ihn doch beschützen. Wieder viel zu viele Stimmen hier, die ich sprechen muss. Der Einzige, der ihm noch helfen kann, ist Septimus. Ich weiß es. Mein Großvater hat einen Albtraum und Septimus muss ihm helfen. Er ist im Haus links von diesem. Geh nach draußen und dann die Stufe hoch. Bitte mal schnell, bring ihn sofort hierher. Hi, wer bist du denn? Trägt er das Amulett von Nava? Soll ihn doch beschützen. Ja, das weiß ich doch, hast du gerade schon gesagt. Ich komme hier schon wieder durcheinander mit den Stimmen, ey. Wieder zu viele Leute. Ich bin nicht darauf vorbereitet, mit drei Stimmen gleichzeitig reden zu müssen. Na gut, macht nichts, kriegen wir hin. Ihr habt aber ein sehr schönes Haus hier. Oh, das ist aber sehr hübsch eingerichtet. Oh, was ist denn in diesen schönen, wunderbaren Kisten hier drin? Darf ich mal gucken? Ich darf doch mal in eure Kisten reinlunzen, oder? Ihr braucht die doch eh nicht mehr. Oh, guck mal. Eigentlich brauche ich die Dinger auch nicht mehr mitnehmen. Ich habe ja schon 10 von 10. Na gut. Au. Das mit dem Rennen ist komisch. Muss ich mal so sagen. Ich laufe lieber normal. Normalerweise würde ich gerne rennen, aber das Rennen ist hier sehr seltsam gemacht. Okay, macht aber nichts. So, gehen wir mal nach hier oben. Er hat gesagt, wir sollen nach oben. Ka, 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 Vogel. Hier und hier rein. Herr Septimus, sind Sie da? Eine Destille? Könnte sein. Da ist er. Herr Septimus, schönen guten Tag. Ich kann nicht kommen. Ich kann Ihren tränengefüllten Augen... Ich kann nicht in Ihre tränengefüllten Augen sehen und sagen, ich weiß auch nicht, was wir tun sollen. All diese verdammten Bücher, alle die Jahre des Studiums. Und ich kann noch nicht mal Wendel von seinem Albtraum befreien. Ich bin kein Gelehrter. Ich bin ein Dummkopf. Komm mit, Mann. Ich kann nicht kommen. Ich kann nicht in die Drinnen. Das hast du eben schon mal gesagt. Ja, erstmal das Bein abnehmen? Ja. Oh Gott, ey. Mit was für Leuten hab's. Warte! Lass mich deine Stirn sehen. Du hast das Mal. Was denn für ein Mal? Ich hab geteilt. Ich bin Septimus. Seit Jahren erforsche ich den menschlichen Geist und die Welt der Träume. In einem meiner alten Bücher steht eine Geschichte über einen Jungen mit einem Mal auf der Stirn. Er soll gleichzeitig gesegnet und verflucht sein. Mit der furchteinflößenden Macht in die Träume anderer einzudringen, während sie schlafen. Ich habe immer geglaubt, das sei nur eine Legende. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, Traumwandler. Ich bitte dich, zum Anwesen von Tarn zu reisen, meinem früheren Lehrer. Vielleicht gibt es dort einen Hinweis, der das erklärt, was gerade mit Wendel passiert und der vielleicht helfen kann. Um das Anwesen zu finden, geh von hier aus direkt nach Osten. Ich gehe zu Wendel und versuche, sein Leiden zu lindern. Bitte beeil dich! Denn wenn wir Wendels Schmerzen nicht lindern können, muss ich wohl die undankbare Aufgabe übernehmen und ihm die ewige Ruhe geben. Viel Glück, mein Freund, und vielen Dank. Ja, danke. Du hast aber auch viel zu erzählen, ne? Na gut. Die sehen alle nicht sonderlich alt aus, die Charaktere, außer der Opa gerade. Na gut, wir sollen nach Osten gehen. Jetzt müsste man wissen, wo Osten ist. Wahrscheinlich hier rechts. Ja, Hundi, was ist denn? Schönen guten Tag, wer sind Sie denn? Thales. Hey, du Bauer.
Willst du hier in unserem schönen Dorf bleiben? Nun, dann bist du ab jetzt mein Diener. Verstanden? Wenn du nicht tust, was ich sage, melde ich das meinem Vater. Er ist der Bürgermeister und er wird's dir dann schon zeigen, Bauer. Hey, du, Bauer, willst du hier in unserem schönen Dorf bleiben? Ja, das... Ach, erzählt immer dasselbe. Thales ist, glaube ich, ein kleiner Junge. Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass... Er sieht ein bisschen kleiner aus. Du hast recht. Er ist schon im Stimmbruch. Er ist einfach schon im Stimmbruch. Oh, schönen guten Tag. Wer seid ihr denn? Beaumont. Na, ich habe gehört, Wendel liegt im Sterben. Ich hoffe, der alte Mann erholt sich wieder. Hey, du kannst so lange hier bleiben, wie du willst, okay? Ja, okay. Ich bleibe hier. Oder auch nicht. Aber ich darf auch wieder rausgehen, ja? Also, ich bin jetzt hier nicht euer Gefangener, euer Bauer. Ich bin ungern ein Bauer. Oh, schön, schöner Kopf. Sieht da. Wunderbare Trophäe. Sehr, sehr, ja, sehr anmutend. Auf jeden Fall. Ja, 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 sehr schön. Was ist das hier für ein schönes Bild? Das sticht sofort ins Auge. Ich würde sagen, Hack auf Gedärmen. So ein bisschen. Es könnte auch ein Bild sein von einem sehr dicken Mann und einer dicken Frau dann. Ich weiß es aber nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist auch ein Hamster oder so. Keine Ahnung. Ja. Naja. Na gut, gehen wir mal wieder. Hier unten sind noch ein paar Kisten, die ich kaputt machen könnte, aber ich lasse sie jetzt einfach mal ganz, weil da sind eh immer nur diese Rauten drin. Ansonsten ist hier... Oh, Entschuldigung. Ansonsten ist hier nichts weiter in dem Haus. Was 32 Kilo Hack bei 210 Grad 45 Minuten im Herbst. Ja, so ungefähr sah es aus. Das stimmt. Aber bei 210 Grad... Das ist doch eigentlich gar keine so schlechte Idee. Kra, kra, kra. So, ach, jetzt bin ich wieder hier. Hier wollte ich schon gar nicht hin. So, ich soll nach Osten. Nach Osten, da kenne ich mich aus. Ich bin ja im Ossi. Ich muss nur Osten erstmal finden. Geht's hier irgendwo weiter runter? Ach, hier geht's runter. Guck mal. Ja, 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 Hundi. Ich bin ja schon da. Hier unten sind Hühner, so. Was ist das hier für ein schönes Zelt? Kann man da rein? Oder ist das ein Anbau? Hier ist ein Brunnen. Schöner Brunnen, sieht sehr gut aus. Oh, eine Zauberin oder ein Zauberer? Du bist der Junge, den Jess am Strand gefunden hat. Ich bin Justel. Oder Justel. Weiß nicht, wie ich heiße. Ich kann die Geheimnisse der Zukunft lüften. Wenn du dein Schicksal wissen willst, stell dich vor meine Kristallkugel. Warte, ich guck mal da rein. Willst du etwas über dein Glück wissen, Erlöser? Ja. Oh, jetzt kann ich sehen. Dein Weg ist in meiner Kristallkugel zu erkennen. Geh dorthin, wo die weißen Gewalt herrscht. Wo die weiße Gewalt herrscht. Da liegt der Schlüssel zu deiner wahren Macht. Du willst noch mehr wissen, Erlöser? Meine Weisheit kostet sich nur die Kleinigkeit von 15 Gulden. Okay? Nee, ich habe kein Geld mehr. Ich bin arm. Ja, du bist ein Geizhals. Bin ich gar nicht, ich habe kein Geld. Die Dunkelheit breitet sich vor deinen Augen aus. Aber in deinem Herzen scheint das Licht und du gehst ohne Furcht weiter. Danke. Stärke und Zauberkraft sind wieder voll aufgeladen. Das ist aber sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Wenn du dich verirrst, komm hierher zurück und die Kristallkugel wird dir den richtigen Weg zeigen. Ja, sehr cooles Gimmick. Das gab es auch bei Shenmue. Ne? Bei Shenmue hatten wir das auch, dass wir in die Kristallkugel gucken konnten. Natürlich für Geld. Ne? Ich glaube 300 Yen oder so waren es. Und dann haben wir gewusst, wo oder was wir als nächstes untersuchen müssen. Fand ich auch ganz cool gemacht. Nettes Gimmick, ja, kann man machen. So, schönen guten Tag, wer sind Sie denn, junge Frau? Hast du schon Ellen? Ellen? Hast du schon Ellen kennengelernt?
Ihre Mutter ist mit einem Bergmann abgehauen, als sie noch ganz klein war. Wenn das nicht passiert wäre, wäre Ellen nicht nun... Na, du weißt schon. Na, du weißt... Was? Schon? Hä? Nun, du weißt schon, armes Ding. Komischer Satzbau. Egal. Also, manchmal ist das mit der Schrift auch ein bisschen seltsam, weil die haben entweder in Leerzeichen zu viel oder zu wenig reingemacht und dann macht es das Lesen ein bisschen schwerer. Das Spiel hat genau das gleiche Problem wie alle Spiele, wo es Untertitel gibt. Übersetzungsfehler. Beziehungsweise Schreibfehler. Ja. Könnte von dir sein. Bring mir Whisky. Was heißt hier? Nein, ich bin total nüchtern. Bring mir Whisky! Bring mir doch Whisky! Ach so, Entschuldigung, ich wollte dich nochmal anklicken. Warum juckt die Nase? Das ist nicht nett. Hier ist noch ein Kind, schätze ich mal. Du warst lange nicht mehr hier, Landra. Warum bist du gekommen? Steh hier nicht rum, sag was! Ich glaube, das ist eine ältere, oder? Obwohl, die hat ja schon weiße Haare. Dann wird es wahrscheinlich eine ältere sein. Du brauchst nicht zu schreien. Lass mich jetzt allein. Okay. Was ist denn hier eigentlich für eine Unordnung? Könnt ihr nicht mal aufräumen? Hier sieht es ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Meine Güte, wer ist eigentlich dieser Hempel? Und warum sieht es bei dem unterm Sofa immer aus wie Sau? Ja, vielleicht ist er der Hempel. Die ist nicht alt. Ich kann es leider nicht erkennen aus diesen... Bei ihm wüsste ich es auch nicht. Hat er auch weiße Haare so in die Richtung, ne? So graue? Ich habe keine Ahnung. Kann man schlecht erkennen. Sie hier, bei ihr bin ich mir sicher, die ist ja so ein bisschen reifer. Es gibt auch Personen mit weißen Haaren. Ja. Ihn da. Okay, alles gut, aber wie gesagt, ich kann... Oh, ich finde Geld im Gestrüpp. Das habe ich jetzt nur durch Zufall gemacht. Ja, junge Person, ich weiß. Ist ja alles gut. Die sind gefärbt, die Haare dann meistens, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ich kann hier Sträucher kaputt machen. Geld. Warum finde ich denn hier Geld mit dem Sträuchern? Ja, eure schönen Hecken mache ich euch jetzt kaputt. Was habt ihr denn davon? Böse Leute. Wie bei Zelda, ja. Es ist wirklich 1:1 wie Zelda, ne? Nur eine andere Charaktere und, ja. Guten Tag. Hallo. Was du willst, zu Tarns Anwesen gehen? Keine gute Idee. Du kannst froh sein, wenn du dort lebendig wieder rauskommst. Okay. Wer bist denn du? Jäger wahrscheinlich, ne? Sieht aus wie ein Jäger. Hat immerhin die Armbrust auf dem Rücken. Oder er ist eine Wache oder irgendwie sowas. Die Musik erinnert mich so ein bisschen an ein Mega Drive-Spiel. So ungefähr. So. Fehlt halt noch diese Synthi-Klänge, aber es geht schon stark in diese Richtung. Hallo. Was macht sie? Macht sie gerade Sport? Nadja. Ey Mann! Ich wusste, ich hätte noch eine Tasse Kaffee trinken sollen. Das ist schon der dritte Tisch diese Woche. Was? Was macht die mit den Tischen? Nadja, geht's dir gut? Schau nach, ob du Splitter bekommen hast. Ich mache etwas Java. Ich kann programmieren, die Oma? Okay. Oh, geliebte Tochter, was sollen wir nur tun? Das frage ich mich auch. Warum kann die denn Java? Könnte man mit den Ohren nicht auch was machen? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Bei einigen fehlt leider das Bild beim Namen dazu. Ja, das ist leider ein bisschen schade. Du hast es gerafft, Kleiner. Jedes Mal, wenn ich schlafe, explodiert etwas. Deshalb schlafe ich nicht. Und das macht mich ziemlich mürrisch. Haust du jetzt endlich ab? Ja, war der Hut. Von mir auch der. Warum ist das meine einzige Tochter passiert? Warum? Weiß ich nicht. Hier sieht es auf jeden Fall aus, als wäre hier schon mehrfach was explodiert. Oder das... Ach nee, das ist ein Bärenfell. Okay, sah gerade aus wie... kaputt. Hallo? Ich finde dieses, dass man hier wieder pixelgenau die Kisten anheben muss. Oh, das macht mich schon wieder ein bisschen... Naja, anstrengend. Das ist ein wunderschönes Bild.
Gehen wir nach oben. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Oh Gott, Kisten. Übung, ja. Aber manchmal nimmt er sie, manchmal nimmt er sie nicht. Oder? Ach, ich hab glaube ich jetzt raus, wie man es machen muss. Ich muss in die Richtung drücken, damit er die Kiste auch aufnimmt. Ah, okay, ich hab's raus. Okay. So, hier ist nichts weiter. Was mal randaliert in der Bude. Na gut, dann gehe ich einfach mal. Du lässt bitte die Tische und die Einrichtung ganz, denn Mutti kann das nicht alles bezahlen. Tische sind teuer. Also lass es ganz. Oder schlaf draußen. Vielleicht solltest du bei einer Abrissfirma oder sowas arbeiten. Da könntest du auch viel Kohle damit machen. Ist nur so eine Idee. Tschüss, ich geh dann mal. Komische Leute. So, Hühners. Was ist das hier? Für eine schöne... Im Bergwerk schlafen. Ja, das wäre auch eine Idee. Ah, hallo. Oh, hey, Alter. Hast du geträumt letzte Nacht? Ich hatte einen super Traum, Bruder. Ich erinnere mich an einige Mädels, die trugen dieses hautenge Material, das man Spandex nennt. Was ist er denn für einer? Bist du hier Pseudogangster oder was? Ich glaube, jetzt weiß ich auch, wo die ganzen Pseudo-Hipster ihre Alter, Brudi und Digger her haben. Von ihm. Was ist los? Essenszeit. Rühr den Pudding besser um. Letztes Mal bin ich an den Klumpen fast erstickt. Kein Wunder, so fett wie du bist. Entschuldigung. Ich mach kein Fettshaming, bin selber dick. So, ich darf das. Was steht denn da? Inoa. Könnte so heißen. Ich gehe einfach noch davon aus, dass Osten immer noch hier rechts ist. Wo geht's denn hier mal raus? Irgendwo muss ich da hier weiter nach Osten gehen können, oder? Offensichtlich nicht. Aber das müsste doch Osten sein. Osten ist doch meistens immer rechts. Oder im Osten sind immer alles rechts? Nein, das nicht. Ich bin das nicht. Aber viele. Leider. So, ein wunderschöner Brunnen. Oh, der ist so schön. Ist das ein Hund da oben drauf auf dem Brunnen? Das sieht so aus, ne? Man weiß nicht. War ich hier schon drin? Was ist das denn für ein Laden? War hier? Ach, hier sind wir wieder am Anfang. Was? Das Bo will jetzt gegen Jugendwort 21 Digger vorgehen, da das ihnen gehört. Beziehungsweise einfach auch aus ihrer Zeit kommt und somit eigentlich zu alt ist. Um Gottes Willen. Das Jugendwort des Jahres 2021 ist Digger? Alter Schwede, ey. Boah, wo sind wir mit unserer Gesellschaft gelandet, dass Digger das Jugendwort 2021 ist? Digger. Digger klingt wie ein Pokémon. Ach nee, es war Dick da, ne? Geht erst zur Auswahl. Trotzdem, ey. Dicker Brudi, alter, dicker Brudi, alter, dicker Brudi, alter, dicker. Kannst du rappen mit, ey. Mittwoch wäre mir auch lieber, ja, eben. Oder Günther. Schön hier, oder? Ja. Ich möchte glauben, dass mein Friedhof ein Stück Himmel hier auf Erden ist. Ein schöner Platz für den Körper, so wie der Himmel für die Seele. Günther ist nicht dabei, schade. Dann sollten wir das etablieren. Vote für Günther. Es ist verschlossen. Schade. Friedhof verschlossen. Huch, bin ich irgendwo runtergehüpft? Was steht da? Maggiesgar, Dorf von Inoa und Kohlenminen. Kohlenminen. Wenn er nicht Kohleminen besser? Na egal. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Items. Die nehme ich mit. Brauche ich zwar nicht, aber wenn Geld bei ist, ich brauche Geld. Ich habe nämlich kein Geld. Dankeschön. Weiß zwar nicht, warum man Geld im hohen Gras findet, aber das ist dann nun mal so. Wo sind die Minen? Hier sind keine Minen. Da, wahrscheinlich da oben, ne? Ich sollte eigentlich keine Gärtnerjobs machen.
wahrscheinlich, aber dadurch, dass wir hier Kohle finden, mache ich einfach mal Gärtnerjobs. Was? Geld verdienen als Unkraut zerhackender Zerhacker. Ja. Ich kann nicht hacken, aber ich kann Unkraut zerhacken. Ich kann wirklich nicht hacken. Das finde ich auch immer lustig, dass man sagt über Leute, die sich mit Computer auskennen, dass sie Hacker sind, oder Leute, die Webseiten bauen können, sind automatisch Hacker. Die wissen das immer, wie das funktioniert. Also irgendwas habe ich dann wahrscheinlich falsch gemacht. Irgendwo bin ich da mal falsch abgebogen. Ich weiß es nämlich nicht, wie es funktioniert. Ne. Aber ist ja immer so, ne? Du kennst dich mit Computern aus, musst jedem helfen, der irgendwie ein Computerproblem hat. Immer dasselbe. So.